Werke von Max Beckmann und Pablo Picasso in einer gemeinsamen Ausstellung. Diese spannende Mischung präsentiert derzeit das Von der Heydt Museum in Wuppertal. Die 200 Werke zeigen, wie die beiden die Malerei revolutioniert haben. Und sie offenbaren die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden für das 20. Jahrhundert so zentralen Künstlerfiguren. Unterschiedlich, aber doch mit gewissen Parallelen. Jetzt hängen sie zum ersten Mal Seite an Seite. Die Werke von Max Beckmann und Pablo Picasso. Bei beiden im Fokus der Mensch in seinen verschiedensten Facetten. Sie sind ganz einfach die beiden großen Menschenbildner des 20. Jahrhunderts. Sie sind die beiden Künstler, die jedenfalls mal die Themen der ersten Jahrhunderthälfte, auch die ganzen Krisen, die damit verbunden waren, zwei Weltkriege, Faschismus, Vertreibung, auf den Punkt gebracht haben. Und ich glaube, da berühren sich ihre Anliegen am stärksten. Das Wuppertaler Von der Heydt Museum hatte 1911 als weltweit erstes ein Picasso-Gemälde erstanden. Die inzwischen gewachsene Sammlung ergänzt das Sprengel-Museum aus Hannover. Zusammen wollen sie die beiden Ausnahmekünstler erleb- und vergleichbar machen, die sich zu ihrer Lebzeit zwar nie begegneten, sich aber dennoch gegenseitig inspirierten. Sie wussten voneinander. Picasso hat gesehen, was Beckmann tat. Er hat gesagt, er ist sehr stark als Künstler. Für Beckmann wiederum war Picasso auch der große Rivale, hat sich immer an ihm abgearbeitet. Mensch, Mythos, Welt, so der Name der Ausstellung. Die rund 160 Gemälde, Grafiken und Skulpturen sind bis zum 7. Januar in Wuppertal ausgestellt, ab Februar dann in Hannover.